So, weiter geht's mit Pokémon Blattgrün, Randomizer und Nuzlocke zugleich. So, ich muss jetzt kurz meinen Timer noch einstellen, ich habe den nämlich vergessen. So, wir waren hier auf dem Weg nach Fuchsania City. Ich weiß noch, damals, als True und ich uns gerade so richtig kennengelernt haben, da habe ich eine Aufnahme bei ihm mitgemacht, bei Pokémon Rot war das damals, als er es auf seinem alten Kanal gemacht hat. Und wir nannten das Ganze Straßenstrich von Fuchsania City. Hast du die Legende von den Illusionen mit Flügeln gehört? Junge, du solltest weniger rauchen und einfach mal mehr trainieren. Okay? Okay. Ja, klar! Er kommt mir mit Illusionen mit Flügeln und kommt damit mit einem Latias. Ich krieg die Krise. Ankopp. Ankopp! Mopsi, enttäusch mich nicht. Ja, klar. Feuerodemer, du mich auch. Mit so kurzem Arm würde ich mich auch angepisst fühlen. Das war doch nicht wörtlich gemeint. Och, Mopsi, verflix doch mal. Oh Mann, ey. Dieses Viech. Ja, im letzten Part sind wir auch nicht weitergekommen, als ich es erwartet habe. Es ist ein langer Weg. Ja, warum du verloren hast, weil du scheiße bist, mein Junge. Weil du scheiße bist. Nee, ich wäre gern weitergekommen, aber wir mussten ja auch zurück zum Pokémon Center und unser gefallenes Wutzi abgeben. So, ach du lieber Gott, noch vier Gegner. Los, los, lass uns kämpfen. Auf in den Kampf, los. Go, 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 Charlie Brown. Eine reingehauen. Oh Gott. Oh Gott. Schnell weg, Ramson. Das Viech ist ein Elektro-Pokémon. Wasser-Elektro, tut mir leid. Wie ich jetzt übrigens auf Charlie Brown kam, ich habe keine Ahnung. So's. Ich überlege gerade, ob wir jetzt wirklich alle Gegner hier machen sollten. Relikant. Wasserstein, ne? Wasserstein. Ich mach mal Aquaknarre. Ja. Ich überlege gerade wirklich, ob wir alle Trainer hier machen sollen. Ich glaube aber, bevor wir in die Arena von Fuchsania gehen, sollten wir wirklich alle Trainer hier mitnehmen auf dem Straßenstrich, denn ich sehe es kommen, dass Koga uns richtig den Arsch aufreißt. Der reißt uns 100 Pro den Arsch auf, also so wird es laufen. Mindestens ein Pokémon werde ich bei verlieren. Bei meinem Dusel. Das kann ich nicht gebrauchen. Und deswegen will ich zumindest Palimpalim und Mopsi auf ein relativ gutes Level bringen. Dann habe ich hier schon mal ein bisschen was abgesteckt. Und das könnte funktionieren. Mumfrey hinkt halt hier extrem hinterher. Aber immer noch nicht so weit wie Joffrey und unser Fünenü. Ach ja, übrigens, Daniel war das, glaube ich. Der meinte, ich sollte Sandama Sandy nennen. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber da belasse ich es lieber bei Fünenü. Ich glaube, das war Daniel. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann ich jetzt hier ein neues... Oh! Okay, damit habe ich nicht gerechnet, okay. Es wird so bockhässlich. Es wird so bockhässlich. Ich hätte ja am liebsten auf B gedrückt. Leute, mein erstes Mal Reiser, das ich mir je trainiert habe. Schönen Dank auch. Darf ich mir jetzt hier ein Pokémon fangen? Ich bin mir nicht sicher. Muss ich gucken. So, das ist Route 13. Route 14. Habe ich jetzt die... Habe ich die Karte dabei? Ich glaube nicht, ne? Leute, ich fange mir hier auf Verdacht ein Pokémon. Ist jetzt hier auch schon eine neue Route? Route 15, hier darf ich mir zwei Pokémon fangen. Also Route 15 darf ich hundertprozentig und Route 14 weiß ich nicht.
Ich habe kein Pokémon, das zerschneiden kann. Muss ich Fühlini beibringen. Wenn ich hier auf 14 kein Pokémon fangen darf, bitte schaut da Kontrolle, Leute. Ich mach's auch. Dann werde ich es auf der Box lassen. Sollte ich es vergessen, bitte in den Kommentaren Bescheid geben. Falls ich es wirklich übersehen sollte. Also ihr werdet wirklich eine große Hilfe. Kratzer kann ich wegmachen. Zerschneider ist gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, auf 14 habe ich noch nichts gefangen. Von daher mache ich das jetzt einfach mal. So. Bin gespannt. Wie ein Flitzebogen. Ach, Paras. Warum nicht? Ein Scheißviech. Willste in die Pilze gehen. Musste in die Pilze gehen. Tä. Oh Gott, das Pokémon ist so scheiße. Oh Gott. Dieses Pokémon ernährt sich von Baumwurzeln. Die Pilze auf dem Rücken nutzt es als Wirtstier. Ich nenne dich Trüffel. Ich habe keine Ahnung warum. Nee, passt auf. Trüffli. Was hätte ich hier noch fangen können? Lass mich raten, Flemli. Schmerbe. Ja, warum nicht? Na gut, Schmerbe wäre ein Wasser-Pokémon gewesen. Ich habe schon ein Wasser-Pokémon, von daher nicht toll. Was sonst noch? Na, nochmal ein Schmerbe. Na, ganz ehrlich. Pest oder Cholera. Da habe ich mich doch lieber für die Pest entschieden. Gut, wir haben hier aber noch eine Route und hier darf ich noch ein Pokémon fangen. Na? Noch ein Paras! Ja, warum nicht? Scheiße! Ich fange mir garantiert nicht noch ein Paras. Oh Gott, ist das kacke. Kacke. Ja, weil reiße halt die Klappe. Ich schaue, ob wir nicht noch was anderes kriegen hätten können. Snubbull! Vor ein paar Parts habe ich darüber geredet, wie schrecklich ich Snubbull anstelle von Pummeluff fand. Ja, garantiert nicht. Leute, so betrachtet ist Paras eigentlich der Big Win auf dieser Route. Und das ist traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Gut, hier lagen aber, glaube ich, noch Items rum. Immerhin. Hier unten waren Zwillinge, da ist eine Beere. Da ist eine Beere. Oder ein Perlenbrief. Oder rote Beete. Und hier war, wenn ich mich nicht täusche, auch ein Item. Donner! Ja, endlich mal was Gutes! Gott! Ich fahr mal eben zurück. Ich fahr mal eben durch das Gras mit meinem Rad, mit meinem Rad. Und da ist ein Schnäppke, das sowieso keiner mag, das keiner mag. Und wir haben die TM Donner. Und die bringe ich jetzt jemandem bei. Schaut euch das an! Palim kann nicht Donner lernen, aber Joffrey. Nee. Pokémon-Logik. Enke, Beta, los jetzt! Wir müssen uns anstrengen! Diese Logik in diesem Spiel macht mich sowas von fertig. Nee. Es kann nicht die Donnerattacke erlernen. Nee. Ist zu viel. Ist zu viel des Guten. Verständnis 0,3.
Ich check das gerade nicht. Aber Joffrey, als Flug-Psycho-Pokémon kann Donner erlernen. Dass Joffrey eine geile Sau ist, das weiß ich ja, aber nicht so. Gegen dich habe ich schon gekämpft, ne? Ja, gut. Ich will nicht unbedingt, aber lass uns dennoch kämpfen. Nee. Dafür habe ich kein Verständnis im Moment. Es wird zwar nichts dran ändern, aber ich verstehe es nicht. Nee. Man könnte ja meinen, dass Joffrey hier schon eine töfte Sau ist, ne? Aber man muss ja auch wissen, dass es dennoch Regeln gibt in der Welt der Pokémon, die voraussagen, Elektro-Pokémon können Elektro-Attacken und Radfratz gibt sowieso an jeder Ecke. Wer sich diese Regeln merkt, der kommt immer gut durch Pokémon Blattgrün. Sollte so sein. Aber ne. Ne, nicht so mit Pokémon. Wir kommen öfter hier, weil es hier unglaublich viel Platz gibt. Und deswegen steht ihr hier in der letzten Ecke und steht vor allem. Tanzer, ich begrüße Sie. Ich bin gerade schockiert von diesen Ereignissen. Schockiert, meine lieben Freunde, schockiert. Schockiert. So schockiert, dass ich keinen Bock habe, die Donnerattacke überhaupt jemandem beizubringen. Da spreche ich glatt in fremden Zungen mit euch. Ich bin schockiert. Das geht gerade nicht in meinen Schädel. Warum kann warum kann Palimpalim die Donnerattacke nicht erlernen? Es ist so sinnlos. Das wäre das gleiche, wie wenn man sagen könnte, Glurak könnte in der ersten Generation kein Fliegen erlernen. Ich weiß ganz genau, dass Glurak in der ersten Generation nicht fliegen kann. Nee. So, Freunde, und weil es so schön ist, schlagen wir uns jetzt gemeinsam alle mal vor den Kopf. Das tut gut. Nee. Ich verstehe es nicht. Immerhin Level 45. Mit viel, viel Glück. Wenn ich einige Trainer in dem Part auslasse, dann kommen wir dann trotzdem noch nach Fuchsalne City und dann... Nee, das mit der Safari-Zone werde ich auf jeden Fall im nächsten Part angehen. Denn... Ich glaube, 5 Minuten reichen dann nicht mehr. Wenn ich dann in 5 Minuten überhaupt noch nach Fuchsania komme, ich glaube aber eher nicht. Nee, glaube ich nicht, dass ich da noch hinkomme. Wir haben noch zu viele Trainer. Wir haben jetzt, glaube ich, noch 8 oder 9 Trainer. Und die packe ich nicht. Das sagt selbst Veronika, ne? Das schaffen wir halt nicht mehr. Ich bin gerade immer noch total perplex von dieser Tatsache, dass Palimpalim kein Donner kann. Da wird es bestimmt wieder irgendeine total logische Erklärung geben, die ich jetzt vielleicht nicht weiß, aber es erscheint mir einfach nicht logisch. So ist es einfach. Jetzt auf die Art. Ja, ich bin Ladybar. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ach, das nützlichste Pokémon ever. Farbigel. Farbigel. Was? Ich habe meine Waffe in der Wäsche vergessen. Farbigel. Na, scheiße. Na, oh Mann, ich habe dich besiegt. Ja, oh Mann, denke ich mir auch gerade. Na gut, hier unten sind noch Trainer. Hier sind überall noch Trainer. Oh, warum nennen mich denn alle Kitty? Tohaido.
Och Leute, der hat 5 Pokémon. Das schaffen wir nie. Also wir schaffen es jetzt nie in dem Part auch nach Fuchsania City. Dann halt eben im nächsten Part. Aber den mache ich heute nicht mehr. Ich werde langsam müde. Nee, ich werde langsam müde. Das ist keine gute Idee. Keine gute Idee. Da-da-da. Da mein Commentary bricht jetzt gerade total ein. Weil ich die Müdigkeit gerade richtig übermannt. Das ist total kacke. Oh Gott. Ja, schreck mich noch zurück. Ja, klasse! Zustände hier. Unter aller Kanone. In Reptain. Na, immerhin noch etwas. Vielleicht noch 46 und dann ist Feierabend für heute. Ah, Reptain! Ja, das schaffen wir. Seemon. Seemon! Ja, klar. 1 KP. Warum kannst du nicht 1 KP weniger haben? Das treffen wir wieder 5 Runden lang nicht. Meinen Timer kann ich gleich mal ausmachen. Na, also gut. Dann würde ich jetzt schon mal sagen, ich sag Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir einen Kommentar da lassen. Darüber würde ich mich sehr stark freuen. Genauso wie über den Like. Und ja, das würde mir halt helfen. Das kennt ihr ja, das ganze Prozedere. Ich speichere jetzt ab und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier an der Stelle wieder. Und dann hoffentlich bald auch in Fuchsania City. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.